Wir haben uns häufiger so morgens zum Frühstück verabredet und wir waren ja auch räumlich gesprochen unmittelbare Nachbarn in Bonn. Palais Schaumburg und die Villa Hammerschmidt, da gab es nur noch einen kleinen Zaun und natürlich einen Durchbruch durch diesen Zaun und sind auch gelegentlich da am Rhein miteinander spazieren gegangen. Herr Bundespräsident, unter den Gesprächspartnern, die wir für diesen Film haben, sind Sie einer derjenigen, die Helmut Kohl im Grunde am längsten kennen. Sie sind selber auch in Rheinland-Pfalz groß geworden. Sie haben ihn ganz frühzeitig gekannt. Wann ist er Ihnen aufgefallen? Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, im Jahre 64. Ich habe damals insgesamt für 4 Jahre in Rheinland-Pfalz gewohnt oder 5 Jahre in Rheinland-Pfalz. Aufgewachsen bin ich dort nicht, sondern ich war dort in der Wirtschaft tätig. Und eines Tages erschien er als junger Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion bei mir und sagte, ich solle bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 65 in seinem Heimatbezirk im Wahlkreis Ludwigshafen für den Bundestag kandidieren. Das war unsere erste Begegnung. Ich konnte damals nicht zusagen, war meinerseits Präsident des Evangelischen Kirchentages und habe auch ihm gegenüber kein Hehl daraus gemacht, dass ich nicht gleichzeitig Kirchentagspräsident und aktiver Politiker in einer Bundestagsfraktion sein kann. Aber damit fing es an. Wie ist Ihnen Helmut Kohl damals erschienen? Was war das für eine Persönlichkeit in diesem Aufstieg? Er war voller Energie und ich weiß nicht, wie alt er damals war, aber wir sind im Alter ungefähr 10 Jahre auseinander. Er tat das ihm Mögliche, um mit dem Landesverband der CDU von Rheinland-Pfalz eine bundespolitische Rolle zu spielen. Zu dem Zweck lud er eine ganze Reihe von Leuten ein, sich politisch entweder in Rheinland-Pfalz oder von Rheinland-Pfalz aus in der Bundespolitik zu beteiligen. So kamen also Heiner Geißler und Bernhard Vogel und Hanna Renate Laurin und später Walter Hallstein, Norbert Blüm und auch ich, alle von uns, die wir nicht Rheinland-Pfälzer waren von Hause aus, um im Rahmen seines Landesverbandes für bestimmte unterschiedliche politische Aufgaben mitzuwirken. Ohne jeden Zweifel hat er dadurch für den Landesverband von Rheinland-Pfalz eine, wie soll ich sagen, weit überproportionale Aufmerksamkeit erregt. Dass er das auch in seinem eigenen Interesse getan hat, war allen erkennbar und war ja auch vollkommen legitim. Ich glaube also, dass dieser Weg von ihm, der ihn auch selber nach oben führen sollte, ein gutes und kaum je woanders kopiertes Beispiel abgab. Wie ist denn dieser einmalige Aufstieg zu erklären? Helmut Kohl hat ja in Wirklichkeit schon in seiner Schulzeit beschlossen, sich aktiv an der Politik zu beteiligen. Er hat dann seine Ausbildung vollzogen, studiert, promoviert, hat auch einen Beruf in einem Wirtschaftsverband übernommen, aber die Richtung war immer die Politik. Früher eigentlich als bei fast allen anderen. Das ist übrigens einer der Hauptunterschiede zwischen ihm und mir. Also bei ihm ging es sozusagen im Alter von 16 Jahren los und bei mir erst bei knapp 50. Naja, also als wir uns kennenlernen, war ich schon Mitte 40 ungefähr.
und sein Interesse an der Geschichte, seine Mitverantwortung für die politische Gestaltung, aber selbstverständlich auch sein unübersehbarer persönlicher Ehrgeiz haben, eine dynamische Persönlichkeit zum Vorschein gebracht, wie sie halt nicht sehr alltäglich ist. Es hat Sie ja sicher vieles verbunden, sonst würde man an solchem politischen Weg nicht zusammengehen wollen. Was hat Sie letztlich überzeugt zu sagen, ja, ich gehe in die Politik? Sie hätten ja auch einen anderen Weg gehen können. Wie schon erwähnt, habe ich ja erst sehr spät zum ersten Mal in meinem Leben für ein politisches Mandat kandidiert, nämlich im Jahr 69. Das Hauptthema, was mich dazu bewogen hat, schließlich auch mit meiner ganzen Kraft und mit meiner beruflichen Zeit der Politik zuzuwenden, war keines, was speziell mit Rheinland-Pfalz zu tun hatte. Mir ging es vor allem um die Frage, kommen wir nach den großen Fortschritten der Begegnung, der Zusammenarbeit, der Aussöhnung mit unseren ehemaligen Kriegsgegnern im Westen, nun auch zu einem Schritt der Annäherung an unsere ehemaligen Kriegsgegner im Osten und dort vor allem mit den Polen. Meine politisch sich auswirkende primäre Tätigkeit vollzog sich im Rahmen meiner der evangelischen Kirche. Mitte der 60er Jahre habe ich an der sogenannten Ostdenkschrift der evangelischen Kirche aktiv mitgearbeitet. Damit haben wir Annäherungsschritte an die Polen und in Wirklichkeit auch Annäherungsschritte an den sehr schweren Entschluss für notwendig gehalten, uns mit der Oder-Neiße-Grenze abzufinden. Und Mitte der 60er Jahre war noch keine im Bundestag vertretene Partei dazu wirklich bereit. Mit anderen Worten, das war also mein Thema. Aber es verband uns zweifellos die Überzeugung, dass auch von Rheinland-Pfalz aus in der Bundespolitik aktiv mitgearbeitet werden sollte. Und wie gesagt, meine Aufgaben bezogen sich immer primär auf die innerdeutschen Beziehungen, auf die Ostpolitik. Aber auch Kohl hat sich daran zunächst als Fraktionsvorsitzender und später als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz natürlich mit lebhaftem eigenen Interesse beteiligt. Sie haben eben den Kreis um Helmut Kohl beschrieben. Heiner Geißler, Bernhard Vogel, Sie, Frau Laurin, Norbert Blüm, Personen von außen, alles eigenständige Personen. Warum war Helmut Kohl in der Mitte? War er, ich benenne es mal mit dem Schlagwort, ein Hoffnungsträger? Oder besonders machtbewusst? Ich kann nur sagen, er war voller Aktivität und voller gesundem Ehrgeiz. Und dazu gehörte selbstverständlich auch ein ungestörtes Verhältnis zur Notwendigkeit der Macht. Also solange wir da so in kirchlichen Kreisen darüber redeten, wie kommen wir mit den Polen zusammen und wird es uns gelingen, diesen außerordentlich schweren Schritt zu tun und eben auch die Kriegsfolgen in einem geografischen Sinne wirklich anzuerkennen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man nicht in erster Linie über die Macht nach. Auf der anderen Seite, wenn man sehr aktiv in einer Parteiorganisation arbeitet, dann ist man der Auseinandersetzung um die Wählerstimmen und dem Kampf um das Machtmandat natürlich viel näher. In dieser Richtung ist der Weg, den Kohl einerseits ging, und der Weg, aus dem ich herauskam, natürlich ein sehr unterschiedlicher gewesen. Aber ich meine, es war ja niemand verboten, in anderen Landesverbänden und in anderen Parteien
ähnliche Wege zu gehen, wie Helmut Kohl sie gesucht hat. Das seine führte immer sehr stark über die Wege, die die jeweiligen Stationen der CDU ihm boten. Und in anderen Bundesländern kam das eben weniger zum Vorschein. Also es führt gar kein Weg an der klaren Einsicht der elementaren Kraft von ihm vorbei. Und das ist doch was Gutes, wenn es so etwas gibt. Selten genug. Aber sowas kennt auch immer Opfer. Ja, natürlich. Ich meine, er hatte als relativ junger Mann sich zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz wählen lassen und der Inhaber dieses Platzes war darüber wahrscheinlich nicht sehr glücklich. Das habe ich aber im Einzelnen nicht miterlebt. Ich habe an der rheinland-pfälzischen Landespolitik meinerseits nie Anteil gehabt. Also man muss eine Partei schon sehr gut in der Hand haben, um am Ende immer oben zu bleiben. Welche Bedeutung haben Parteien in der Politik damals gehabt oder hätten sie haben sollen? In einer repräsentativen Demokratie wie der unsrigen ist die Arbeit von Parteien notwendig, völlig legitim. Und wenn Parteien ihre Programme aufstellen, um Probleme zu lösen, dann haben sie wiederum das völlig legitime Ziel, sich das Mandat zur Mehrheit oder zur Macht zu erkämpfen, um ihre eigenen Programme zur Problemlösung auch umzusetzen. Das ständige Problem dabei, keineswegs nur in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland, sondern in jeder repräsentativen Demokratie, ist aber eben, dass immer mal wieder die Gefahr besteht, der Kampf um die Lösung der Probleme tritt zurück hinter dem Kampf um die Mehrheit, um die Macht. Und wenn dann schließlich die Problemlösungen nur noch als Instrumente dienen zu einer Verbesserung der eigenen Position im Machtkampf, dann tritt die weniger erfreuliche Seite des Parteiwesens in Erscheinung. Das weiß natürlich Helmut Kohl und das wissen wir alle, dass das so ist. Eine Gefahr, und auf die muss auch immer wieder hingewiesen werden, dass die Gefahr immer von neuem auftaucht, liegt daran, dass wir halt Menschen sind, wie wir sind. Und die Demokratie ändert uns ja als Menschen nicht in unseren Stärken und Schwächen. Aber eines ist natürlich klar, der Weg von Helmut Kohl ging von vornherein in der Partei vor sich. Er selber hat noch, als er schon nicht mehr Bundeskanzler war, noch einmal deutlich gesagt, er kenne keine Politik außerhalb der Parteien. Zu einem solchen Satz wäre ich nie fähig gewesen. Für mich hat die Politik außerhalb der Parteien angefangen. Und wenn man von so etwas wie einer eigenen politischen Heimat oder einem Zentrum sprechen will, in dem man mit Bekannten und Freunden zusammen eine Problemlösung sucht und für sie eintritt, dann war das in gewisser Weise bei mir in jener Kammer für öffentliche Verantwortung, wie sie hieß, in der evangelischen Kirche im Zusammenhang mit dem Polenproblem viel eher der Fall als in einem Teil der Partei. Aber ich habe die Notwendigkeit der Parteien meinerseits auch immer eingesehen, bloß mich darum bemüht, dazu beizutragen, dass immer die Problemlösung und nicht der Machtkampf allein im Vordergrund stehen bleibt. Naja, und in dieser ganz unterschiedlichen Distanz oder Nähe zu dem, was eine politische Partei entscheidend bedeutet für die Politik, wie auch für einen selbst, haben sich Kohl und ich immer unterschieden. Warum eigentlich? Weil die Einsicht, dass mit der Existenz von Parteien im demokratischen System auch Gefahren der eigenen Machtkonstellation, der Überhöhung der eigenen Macht einhergehen, war ja Ihnen beiden gemeinsam.
Also ich nehme an, dass das einfach auch mit dem eigenen Lebensweg zusammenhängt. Wie gesagt, ich bin 10 Jahre jünger, 10 Jahre älter als Kohl, habe den ganzen Krieg miterlebt, bin auch in der Zeit nach dem Krieg gar nicht auf den Weg der Parteien zunächst vorangegangen, sondern habe mich halt mit politischen Fragen auseinandergesetzt. Und wie kommt man ihnen näher? Bei Kohl war das, vorhin schon erwähnt, bereits in der Schulzeit ein ihm erkennbarer und ihm auch mit Recht als sehr geeignet erscheinender Weg. Von daher ist seine ganze Erfahrung geprägt durch Erfahrungen in der Partei. Bei mir sind Erfahrungen in der Partei erst dazugekommen, als ich schon mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mich gemacht hatte. Warum hat er Ihnen übel genommen, dass Sie auch als Bundespräsident den Parteienstaat ja immer wieder mal mit Kritik belegt haben? Na, das tut mir leid, wenn er das übel genommen hat. Erstens ist der Bundespräsident selbstverständlich zur vollkommenen Unabhängigkeit und Überparteilichkeit verpflichtet. Und zweitens habe ich schon vor diesem Amt und auch während dieser Amtszeit halt auch immer mal wieder Erfahrungen damit gemacht, dass das Verhältnis Problemlösung und Machtkampf gelegentlich ein Übergewicht beim Machtkampf bekommt und daher eine gewisse Schädigung der Problemlösung selber eintritt. Und gerade darauf hinzuweisen, sind nach meiner Überzeugung solche Verfassungsämter geeignet, ich möchte sagen berufen, die zur Überparteilichkeit verpflichtet sind, das schließt selbstverständlich ein, dass man nicht deswegen die Parteien als solche verteufelt, sondern dass man halt über Missstände redet. Missstände gibt's und wenn offen darüber geredet wird, können sie sich vielleicht auch abstellen lassen. Wenn man sich den politischen Lebensweg von Helmut Kohl anschaut, dann hat es zwar immer wieder Niederlagen gegeben, aber alles in allem scheint es eine große Aufwärtsbewegung gewesen zu sein. Bis zu einem, wie wir glauben, entscheidenden Punkt, nämlich 1989, vor der Wiedervereinigung, gab es den bekannten Parteitag in Bremen. Ich weiß nicht, ob der Begriff Putsch angemessen ist, lassen Sie uns auf das Wort Unruhe in der Partei verständigen. Wie haben Sie diese Phase erlebt? Ich war damals in einem überparteilichen Amt und habe den Parteitag in Bremen und die damit verbundene Diskussion in überhaupt gar keiner Weise als Beteiligter miterlebt. Als Zeitungsleser. Über das gab es natürlich auch schon vorher manches Auf und Ab. Natürlich, aufs Ganze gesehen, war es ein gigantischer Aufstieg. Kohl hat im Jahre, wann war das, 76, in einer Bundestagswahl gut abgeschnitten, aber noch nicht das Regierungsmandat bekommen. Und dann ging es auf die nächste Wahl 1980 los. Und da war in der Partei nun auch schon ziemlich viel Diskussion. Und siehe da, innerhalb der CDU sollte Ernst Albrecht der Kandidat für das Kanzleramt werden. Das allerdings wurde der CDU durch die CSU oder durch Franz Josef Strauß streitig gemacht. Es kam also dann zu einer Auseinandersetzung zwischen Albrecht und Strauß, die zugunsten von Strauß ausging. Und Strauß war der Spitzenkandidat im Jahr 80, aber nicht Kohl. Kohl, der immerhin im Jahr 76 doch als der im Grunde ganz unbestrittene und im Ganzen auch erfolgreiche Wahlkämpfer aufgetreten war. Gegen eine Sozialdemokratie, die nach der Zeit von Brandt und unter Kanzlerschaft von Helmut Schmidt ja sehr erfolgreich war.
Ich will nur sagen, also so vollkommen glatt verlief das nicht. Aber das Jahr 89 und die Unruhen auf dem Parteitag, die Sie erwähnt haben, wie gesagt, die habe ich weder in Ihrer Vorbereitung gekannt, noch in Ihrem Ablauf anders beobachtet als jeder andere auch. Aber richtig ist natürlich, dass es vor dem Fall der Mauer eine Zeit lang für Kohl in der CDU nicht einfach aussah und wiederum bewährte sich seine Fähigkeit, erstens genau Bescheid zu wissen, was alles in der Partei los war. Er kannte ja fast jeden Geschäftsführer einer Kreispartei und hatte überall her seine Informationen bekommen. Und zweitens dann mit äußerster Energie zuzupacken und einzugreifen, wenn sich irgendwo eine ernsthafte Konkurrenz ihm selbst in den Weg zu stellen schien. Und das hat er ja dann im Jahr 89 auch wirklich in eindrucksvoller Weise geschafft, dass ihm dann der Fall der Mauer und die Chance der Vereinigung zugute kam. Ja, es ist oft genug mit Recht als das Glück des Tüchtigen bezeichnet worden. War es auch die Leistung eines Tüchtigen? Die ganze Aufgabe nach dem Fall der Mauer war eine außerordentlich schwierige, ohne Erfahrung anzupackende. Und er hat vor allem die notwendige außenpolitische Bedingung für die Möglichkeit der innenpolitischen Vereinigung zusammen mit Hans-Dietrich Genscher auf hervorragende Weise vorbereitet und durchgeführt. Aber Sie hatten einen Dissens, einen doppelten Dissens in dieser Zeit. Die erste Frage war ja, wie würde man diese, wie soll ich sagen, die Integration der ehemaligen DDR in ein Gesamtdeutschland gestalten, staatspolitisch gestalten. Das zweite war, wie würde man die innere Entwicklung der neuen Bundesländer so anlegen, dass sie erfolgreich sein würde. In diesem ersten Punkt, sofortiger Anschluss per Grundgesetz an die Bundesrepublik, waren Sie da völlig einverstanden? Oder hatten Sie zuerst eine andere Idee als Helmut Kohl? Ich hatte immer die Ansicht und auch die Hoffnung, dass es zu einer Vereinigung auf einen Weg kommen würde, bei dem auch den Deutschen in der ehemaligen DDR die Möglichkeit gegeben worden wäre, sich an der Übernahme unserer gemeinsamen Verfassung durch eine Abstimmung zu beteiligen. Kohl wollte das nicht, aber keineswegs er nur allein, sondern auch in den anderen Parteien waren eine ganze Reihe von Leuten, sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag, der Meinung, das sei ein etwas zu riskantes Unternehmen. Stellte sich dann immer die Frage, ob vielleicht von Seiten der DDR-Bürger Abänderungswünsche oder gar Forderungen in Bezug auf unsere Verfassung gestellt werden könnten, die doch angesichts der im Grunde unbestrittenen Bewährung unserer Verfassung hierzu Einschnitten führen könnte. Aber ich bedauere es im Grunde bis heute, dass es nie dazu gekommen ist, dass die Deutschen in der ehemaligen DDR nicht einmal darum gebeten oder dazu aufgefordert wurden, zu dieser Verfassung selber ein Votum abzugeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mit ganz überwältigender Mehrheit positiv zugunsten dessen ausgefallen wäre, was wir immer als das Bonner Grundgesetz kennengelernt hatten. Natürlich hat jeder dann vielleicht noch ein paar Sonderwünsche, aber das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich ging es der in Bonn regierenden Koalition im Jahr 1990 darum, nun möglichst rasch zu den nächsten gemeinsamen Bundestagswahlen zu kommen und für diesen Bundestagswahlkampf
nun auch entsprechend zu mobilisieren und zu werben. Deswegen kam es sehr rasch zur Währungsumstellung. Es wurden ökonomische Entscheidungen getroffen, die menschlich erwünscht, politisch wohl auch zum größeren Teil gar nicht veränderbar, aber ökonomisch eben nicht gut begründet waren. Nehmen Sie doch den Vergleich mit, gerade im wirtschaftlichen Feld zwischen der Vereinigung der ehemals beiden deutschen Staaten im Jahr 90 und jetzt, was wir vor uns haben, der Erweiterung der Europäischen Union. Natürlich wollten die Deutschen in der ehemaligen DDR dieselben Lebensbedingungen haben. Eine Krankenschwester in Ost-Berlin und eine Krankenschwester in West-Berlin tun denselben Dienst. Wieso sollen sie einen unterschiedlichen Lohn bekommen? Das ist doch gar nicht zu begreifen für einen normalen Menschen. Auf der anderen Seite sind aber dadurch Löhne und Mietkosten und lauter solche Sachen in der DDR entstanden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in der DDR außerordentlich erschwert haben. Wenn aber jetzt die Polen in die Europäische Union eintreten, dort liegen die Löhne vielleicht bei einem Fünftel von den Löhnen, die im Lande Brandenburg oder Sachsen bezahlt werden. Die Folge also ist, dass, sagen wir mal, französische Investoren natürlich weniger gern nach Brandenburg und viel lieber nach Polen gehen. Es ist für sie einfach viel billiger. Und diese ökonomischen, im Grunde einfachen Einsichten bei der inneren Vereinigung, bei uns auch wirklich umzusetzen, war eben sehr schwer. Und darüber ging es bei uns, wie ich finde, im Jahr 1990 etwas zu rasch hinweg. Das Zweite, wenn ich das noch erwähnen darf, ist, wir leisten ja nach wie vor bis heute pro Jahr einen sehr großen Beitrag von West nach Ost, ungefähr 70 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine gewaltige Hypothek für die deutsche Haushaltslage, die kein anderes europäisches Land zu tragen hat und die doch sehr viel Aussagekraft darüber hat, warum wir es eben manchmal wirtschaftlich etwas schlechter haben, als es eigentlich in Europa erwartet und erwünscht wäre. Aber damals im Jahr 1990 hätte man, und das habe ich damals auch vorgeschlagen, wenn auch ohne Erfolg, an einen zweiten Lastenausgleich denken können. Das heißt daran, dass eben nicht nur öffentliche Gelder von Bonn nach Berlin oder in die verschiedenen Bundesländer im Osten überwiesen werden, sondern dass jeder Bürger im Rahmen seiner Möglichkeiten sich durch einen Lastenausgleich daran beteiligt, so wie wir es früher gegenüber den 12 Millionen Heimatvertriebenen schon einmal gemacht hatten. Das hätte nicht nur die öffentlichen Kassen sehr entlastet, sondern es hätte natürlich auch die eigene innere Anteilnahme bei jedem Bürgerhaushalt in Bezug auf das, was die Vereinigung mit sich bringt, belebt. Das ist damals unterblieben und man hat wohl in der Bundesregierung angenommen, die Kosten der Vereinigung würden wir durch zusätzliche Steuereinnahmen finanzieren können und das war halt ein Irrtum. Aber bei aller dieser Kritik muss ich immer wieder sagen, niemand hatte ein Vorbild dafür und jeder, der die Verantwortung trug, konnte gar nicht anders, als sozusagen ins Dunkle hineinmarschieren und dabei eben halt nicht alles richtig machen. Außenpolitisch war es grandios, innenpolitisch holprig. Sie waren an hervorragender Stelle in der Bundesrepublik, Helmut Kohl auch. In welcher Form hat sich denn Ihre Diskussion über diese Frage abgespielt? Wir haben uns natürlich immer wieder getroffen und auch ausgesprochen. Wir haben uns häufiger so morgens zum Frühstück verabredet und waren ja auch räumlich gesprochen unmittelbare Nachbarn in Bonn, Palais Schaumburg und die Villa Hammerschmidt. Da gab es nur noch einen kleinen Zaun und natürlich einen Durchbruch durch diesen Zaun und sind auch gelegentlich da am Rhein miteinander spazieren gegangen.
Aber alles in allem ist klar, dass das Präsidentenamt ja nicht an der täglichen Exekutive beteiligt ist und sich da infolgedessen auch nicht versuchen soll, täglich einzumischen. Und jeder hatte wirklich genug zu tun. Alles in allem hat ja die Aufgabe des Bundespräsidenten zu nicht weniger als 50% mit außenpolitischen Fragen zu tun. Und während dieser ganzen Zeit habe infolgedessen auch ich mich vor allem außenpolitisch betätigt. Und da war ich in engem Kontakt mit der Regierung, in erster Linie mit dem Auswärtigen Amt. Stimmt eigentlich die Beobachtung, dass das Verhältnis zwischen Ihnen in der Grundstimmung gereizt war? Naja, das hatte natürlich verschiedene Phasen. Als einmal eine Kritik von mir in Bezug auf manche, wie ich fand, Mängel und unerfreuliche Entwicklungen in den Parteien zur Sprache kam, hat Kohl dafür kein sehr großes Verständnis gehabt. Über das hat der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, auch kein sehr großes Verständnis dafür gehabt. Ich meinte ja auch keineswegs nur die CDU, sondern das Zusammenwirken der Parteien im Ganzen. Na, und außerdem sind wir natürlich sehr verschiedene Menschen, das ist kein Zweifel. Und die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben in Rheinland-Pfalz, war in vieler Hinsicht ja ganz einfach. Er hatte ein Amt, ich nicht. Ich freute mich auf eine bevorstehende Aufgabe und zur Kandidatur im Bundestag hat er mich ja auch ausdrücklich eingeladen. Er hatte auch schon im Jahr 65 Adenauer noch einmal mobilisiert, er solle mir doch auch schreiben, ich sollte schon kandidieren, aber das ging eben damals noch nicht aus Gründen, die ich vorhin schon geschildert habe. Ja, und in Zeit der 90er Jahre, also ich war von Mitte 80 bis Mitte 90er Jahre Bundespräsident, das war eine sehr angespannte, sehr ausgefüllte Phase. Und oft haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet, gelegentlich mussten wir uns auch ergänzen. Also einmal zum Beispiel, als Gorbatschow am Ruder war und in Deutschland sehr rasch, sehr populär wurde, in Deutschland, das heißt in der damaligen Bundesrepublik, als die ersten lauten Gorbi-Gorbi-Rufe auftauchten, wurden die Amerikaner etwas nervös. Da kamen dann so Anfragen, seid ihr eigentlich noch NATO-treu oder seid ihr auf dem Wege in den Osten inzwischen, nach alter deutscher Tradition? Und Kohl als Kanzler mit vollkommenem Recht wies die Amerikaner darauf hin, davon kann gar keine Rede sein, selbstverständlich bleiben wir fest in unserem ureigensten Interesse, aber auch aufgrund guter Erfahrungen mit den Amerikanern untrennbar verbunden. Nur drückte er das auf eine Art und Weise aus, bei der der Name Gorbatschow etwas in Misskredit geriet und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich nicht jetzt meinen ersten Staatsbesuch in der Sowjetunion machen wollte, um mit Gorbatschow darüber zu sprechen. Naja, das war halt ein Zusammenwirken beider Teile in einer nicht ganz einfachen Zeit, aber das ging ja auch ganz gut und Gorbatschow kam dann im Jahr 89 zum ersten Mal nach Bonn zu Besuch, hat sich einen Tag lang mit Kohl ausgesprochen und mit sehr gutem Ergebnis. Wir hatten uns eben darauf verständigt, dass wir auch und besonders über die Parteien sprechen. Deshalb möchte ich noch einmal nach einem bestimmten Ereignis in den 80er Jahren nachfragen. Denn auch dort gab es mal eine Parteispendenaffäre. Welche Bedeutung hatte diese erste Parteispendenaffäre für die Regierung Kohl? Diese erste Geschichte in den 80er Jahren
ereignete sich zu einer Zeit, als ich unmittelbar vor der Wahl zur Bundespräsidenten heranstand. Damals gab es eine Initiative zu einer Art von Amnestiegesetz in Bezug auf Parteispenden. Keine sehr glückliche Idee. Es ist ja auch zum Glück nichts aus ihr geworden. Das hat sich aber negativ ausgewirkt. Für die, die diese Initiative zunächst konzipiert und dann auch in die Öffentlichkeit gebracht haben. Ich weiß noch, dass ich damals, es war eben, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber es war irgendwie ein paar Monate, bevor ich mein neues Amt anzutreten hatte, an einer Sitzung in einem Parteigremium beteiligt war, wo es um diese Sache ging. Und ich habe dann gesagt, also liebe Leute, nicht nur stimme ich nicht dafür, weil ich es nicht gut finde, sondern wenn ich da später in der Welle Hammerschmidt sitze und bekomme ein solches Gesetz zur Unterschrift vorgelegt, das kann ich mir nicht denken, dass ich das unterschreibe. Zum Glück bekam ich es auch nicht vorgelegt. Nochmal ein Satz zu der innerparteilichen Unruhe 89. Ich muss da nochmal nachfragen, denn Sie haben uns eben geschildert, Sie haben diesen Parteitag als Zeitungsleser erlebt. Was Sie uns nicht gesagt haben, was denn der Zeitungsleser Richard von Weizsäcker gedacht hat. Das war eine Krise, mit der Kohl wieder auf typisch kohlsche Weise fabelhaft fertig geworden ist. Nämlich? Naja, indem er eben sich einen anderen Generalsekretär suchte und Abstimmungen ansetzte und durchsetzte, die mit dem Ausdruck des Vertrauens zu ihm endeten. Es hat über das da und dort natürlich auch schon kleinere Konspirationen vor dem Jahr 89 gegeben. Noch eine letzte Frage zu diesem bisherigen Kapitel, Herr Bundespräsident. Helmut Kohl hat ja in seinem politischen Denken eine Kategorie von Dankbarkeit, die nicht jeder geteilt hat. Dankbarkeit scheint mir war gelegentlich, dass man sich ihm anschloss in bestimmten Dingen auch gegen die eigene Überzeugung. Mit anderen Worten, Kritik an einem Vorgehen, zu dem er sich entschlossen hatte, hat er nicht gerne gehört. Haben Sie gelegentlich das Gefühl gehabt, dass er Ihnen irgendwie auch eine Undankbarkeit dann unterstellt hat? Ich glaube, dass er gelegentlich gefunden hat, jeder, der irgendetwas in der Politik wird, hat das seiner Partei zu verdanken und ich gefälligst auch. Nun, Undank ist immer dumm, überall, nicht bloß in der Politik. Andererseits ist die Wahrheit die, dass nicht ich zu ihm gegangen bin und gefragt habe, kann ich bei dir was werden, sondern er kam zu mir und sagte, ob ich nicht kandidieren wolle im Jahr 64. Und das ging dann nicht. Und im Jahr 69 kam er wieder an. Und natürlich hat er dann, als ich dabei gerne zustimmte, dafür auch die Wege geebnet. Aber ich finde diese ganze Kategorie der Dankbarkeit für sich alleine genommen deswegen ein bisschen entfernt von der Wirklichkeit. Eine Partei verschenkt ja nicht, gibt ja nicht, verteilt ja nicht Geschenke, für die sie dann Dankbarkeit erwartet, sondern eine Partei hat Interessen. Und wenn sie irgendjemand auffordert, irgendwo hinzugehen, dann im Interesse der Partei. Und wenn man das dann tut, kann man zwar vielleicht selber dankbar sein, weil man froh ist, ein solches Mandat zu bekommen. Zugleich aber ist man ja nicht unaufrichtig, wenn man sagt, naja, wenn die Partei nicht ein Interesse daran hätte, dass ich das mache, dann hätte es mir ja auch überhaupt gar nicht angeboten. Also nicht zu viel herumfahren mit der Vokabel Dankbarkeit. Im privaten Leben halte ich sie für entscheidend. Und selbstverständlich haben wir ja auch als Politiker auch privaten Umgang miteinander. Und wenn dort Undankbarkeit vorherrscht, dann ist das sehr unschön.
Aber wie gesagt, für die politischen Wege nicht zu viel über Dankbarkeit sprechen und keine Undankbarkeit pflegen. Das zweite große Thema bei Helmut Kohl war Europa. Das hat ihn sehr getrieben, bis dahin, dass er 1997 sich gegen das Versprechen, das eigentlich Schäuble gegeben hatte, zu einer neuen Kandidatur 1998 entschloss, weil er sagte, ohne mich kann das Europa nicht fertig werden, das ich mir vorgestellt habe. Euro-Einführung, die Erweiterung der Europäischen Union. Wenn Sie das Handeln von Helmut Kohl, was Europa betrifft, bewerten sollten, zu welchem Schluss kommen Sie? Ich finde, das, was er sich vorstellte als Ziel für Europa und was er mit seinen Kräften getan hat, das Wichtigste und Beste in seiner ganzen Kanzlerzeit. Er war ja doch auch in seiner ganzen historischen Ausbildung und seinem Weltbild, vielleicht auch, weil er aus Rheinland-Pfalz kam, doch natürlich geprägt von den Erfahrungen, die wir in der Geschichte unter diesen Nationen gesammelt haben. Nationen, die in erster Linie Nationalismus betrieben und auf diese Weise sich gegenseitig in Kriege und Bürgerkriege verstrickten. Nun die Chance dafür zu haben, dass zum ersten Mal in der europäischen Geschichte und überhaupt in der Weltgeschichte souveräne Nationen bereit sind, eigene Kompetenzen abzutreten an eine übergeordnete gemeinsame europäische Instanz, das ist ein Friedenswerk, wie es in der Welt bisher so noch nie irgendwo anders realisiert wurde. Und es ist eine hochverantwortliche Folgerung aus den historischen Erfahrungen von uns in Europa. Und von diesen Dingen war er doch zutiefst geprägt. Deswegen hat er auch dort, wo er durchaus mit Widerstand, Widerspruch, vielleicht sogar auch mit gewissen Wahlstrafen rechnen musste, einen europäischen Weg in die Zukunft beschritten, von dem er sich gar nicht abbringen ließ. Natürlich war vor allem die Wirtschafts- und die Währungsunion, also die Maastrichter Verträge 92 und so weiter, hier ein besonders markanter Schritt. Gelegentlich wird immer darüber gestritten, ob die Einführung des Euro der Preis war, den wir Deutschen an die Franzosen dafür zahlen mussten, dass sie mit unserer Vereinigung einverstanden waren. Es hat nicht furchtbar viel Sinn, das zu untersuchen, ob das stimmt oder nicht. Wahr ist natürlich, dass die Franzosen sich an dem Einfluss und der Macht der Frankfurter Bundesbank beteiligen wollten. Und wahr ist auch, dass die deutsche Bevölkerung die D-Mark hochschätzte, sodass also die Einführung des Euro eine mutige Tat war. Aber dafür hat er sich ja mit ganzer Kraft eingesetzt. Und was Sie erwähnt haben aus dem Jahr 97, 98, das finde ich, hat nicht ganz dasselbe Gewicht. Das hing auch ganz viel mit persönlichen Rivalitäten, die es damals gab, zusammen. Aber das ändert nichts daran, dass seine europäische Vision, seine europäische Tatkraft ungemindert sein ganzes Leben in den Ämtern begleitet hat und dass wir alle davon den Gewinn haben. Deutsche Einheit, Europa und dann die Spendenaffäre, ein Kanzler bricht das Gesetz, das er selber gemacht hat. Wenn Sie Bilanz ziehen dieses politischen Lebens, in welchem Verhältnis stehen die Dinge zueinander und welche Rolle hat die Spendenaffäre darin? Die Spendenaffäre ist eine Folge dessen, was das Parteiensystem an Gefahren und Versuchungen mit sich bringt. Noch einmal sage ich, es geht nicht ohne Parteien, aber dafür zu sorgen, dass Auswüchse und Fehler
menschliches Fehlverhalten in dem Zusammenhang ausgeschlossen bleiben, ist immer wieder schwer durchzusetzen. Noch einmal zu sagen, nicht in Deutschland allein. Aber die ganze Spendenaffäre ist Teil dessen, was uns immer wieder als große Aufmerksamkeitsaufgabe in Bezug auf mögliche Fehltritte des Parteiensystems aufgegeben ist. Es waren schwere Fehltritte und hoffentlich haben wir auf die Dauer daraus auch gelernt. Ich möchte auf ein Ereignis in dieser Affäre kurz zu sprechen kommen. Sie werden es als nicht nur Zeitungsleser, sondern auch Fernsehzuschauer verfolgt haben. Helmut Kohls Auftritt in der ZDF-Sendung Was nun? Es war das Eingeständnis, dass er Spenden entgegengenommen und nicht ordnungsgemäß verbucht hat. Wie haben Sie diese Sendung wahrgenommen, dieses Eingeständnis von Helmut Kohl, Gesetz gebrochen zu haben? Es war aus einer ziemlich verrannten Situation eine Flucht nach vorn. Und das ist immer noch besser als alles andere. Herr Bundespräsident, wenn Sie Helmut Kohl in 30 Jahren, 40 Jahren in Geschichtsbüchern wähnen, was steht drin? Er war der Kanzler der Einheit. Das ist so. Das steht ihm zu. Und ich hoffe, dass in 30 bis 40 Jahren wir aus den Schwächen herausgewachsen sein werden, die die großen Probleme der inneren Vereinigung noch immer aufweisen. Und er war entscheidender Vorkämpfer für Fortschritte in Europa. Und das wird man ihm auch in 30 bis 40 Jahren und auch darüber hinaus hoch anrechnen. Wir haben zu Beginn unseres Gespräches über den Machtmenschen Helmut Kohl gesprochen und sein unverkrampftes, ja positives Verhältnis zur Macht. Nun ist es fast ein Allgemeinplatz, dass Macht wie eine Droge wirkt. Meine Frage ist, war auch Helmut Kohl abhängig? Macht einer Droge gleichzusetzen, liegt mir gar nicht. Denn selbstverständlich kann und muss das Leben ohne Drogen vor sich gehen. Dagegen das politische Leben ohne Macht ist undenkbar. Es ist vollkommen legitim, Macht anzustreben. Und es ist notwendig, um Macht zu kämpfen, wenn man überhaupt Ideen hat, mit denen man was erreichen will. Dass die Menschen ein etwas unterschiedliches Verhältnis zur Freude an der Macht haben, ist natürlich richtig. Und dass Kohl immer große Freude an der Macht hatte, wer wollte das bestreiten? Und wer wollte ihm das denn übel nehmen?